Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Heute gucken wir uns die 10274 an, den Ecto One aus der Creator Expert Reihe. Das Set ist im Jahr 2020 erschienen mit 2352 Teilen. Als erstes gucken wir uns dann mal den Karton an. Und ja, wir haben hier einen schönen großen Karton. Das ist ja endlich mal wieder ein großes Set nach langer Zeit für mich, das ich jetzt hier mal gebaut habe. Und an sich ist es nichts Besonderes. Es ist halt ein 18-Plus-Karton. Das Ganze ist hier ein bisschen in Schwarz gehalten. Und ansonsten haben wir hier eine ganz nette Aufmachung. Auf der Rückseite gibt es jetzt auch nicht allzu viel zu sehen. Wir haben zwei Bilder aus dem Film. Wir haben zwei Funktionen, die hier gezeigt werden. Und einmal hier noch die Maße. Aber das war es dann auch schon. Von daher machen wir weiter mit der Anleitung. Und die ist bei mir so angekommen mit einem Eselsohr. Also einige Seiten sind geknickt, trotz dieser Papphülle für die Anleitung. Also ich dachte mir erst so, boah, das ist ja cool, darauf habe ich schon lange gewartet. Das hätten sie schon viel früher machen können. Da kann ja jetzt nichts schief gehen, aber es ist trotzdem, wie gesagt, ein Eselsohr drin. Etwas schade, aber gut. Ansonsten, wenn wir die Anleitung öffnen, das gehört sich meiner Meinung nach für ein 18-Plus-Set, dass wir hier ein bisschen was über den Film haben, noch ein bisschen Lektüre unter anderem hier auch zum Lesen und uns ein paar Bilder anschauen können. Davon gibt es dann noch ein paar weitere Seiten, aber dann geht es auch schon los mit dem Bau. Die ganze Anleitung, wir sind jetzt hier schon mal weit hinten, ist auch in Schwarz gehalten und ansonsten auf den letzten Seiten haben wir noch eine Teileübersicht, sind ja halt ganz schön viele. Und wir können uns dann hier nochmal angucken, was es denn so für Funktionen gibt. So viel dann aber auch schon dazu. Und hier dann noch der Stickerbogen. Also, ob das so nötig ist, ich weiß nicht. Also, wir kleben halt hauptsächlich Schmutz auf. Und dann haben wir hier halt noch die Kennzeichen. Gut, das kennen wir ja von Lego. Ist ja üblich so, dass die Kennzeichen aufgeklebt werden. Finde ich jetzt nicht ganz so tragisch, dass diese Sticker hier Sticker sind. Müssen keine Prints sein, weil das Wichtigste, das Ghostbusters Logo, ist halt geprintet. Von daher möchte ich mich darüber jetzt gar nicht so echauffieren. Ja, Minifiguren gibt es leider nicht. Das ist mein größter Kritikpunkt auch. Also, ich verstehe es nicht, warum sie hier keine Minifiguren mit reingepackt haben. Sie hätten ja wenigstens die ganze Crew mit reinpacken können und dann so einen kleinen Displayständer, so wie man das auch halt auch von anderen Sets kennt. Klar, es ist nicht im Spielmaßstab, im Minifigurenmaßstab, aber das Hogwarts-Schloss, das ist ja auch nicht im Minifigurenmaßstab. Also, von daher ein kleiner Ständer mit einem Ghostbusters-Logo drauf und dann die Minifiguren da drauf gestellt, das wäre richtig top gewesen. Also das hätte dieses Set auch nochmal so enorm meiner Meinung nach aufgewertet, aber leider hat sich Lego dagegen entschieden. Dann gucken wir uns aber auch das Modell an, davor noch zur Bauzeit und zum Bauspaß. Also die Bauzeit hat bei mir so circa, ja, 5 Stunden betragen, würde ich mal sagen. Also ich habe entspannt gebaut, nebenbei noch einen Film geguckt, ja, leider nicht Ghostbusters. Auf jeden Fall, der Bauspaß, der war auch gut. Es ist schon relativ abwechslungsreich, was wir hier gebaut haben, ja. Von daher, auf jeden Fall eine gute Sache. Dann aber auch zu dem Modell, und wir haben hier ein ganz schön großes Teil, also 47 cm lang, 17 cm breit, 24 cm hoch. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich was und wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, also es geht deutlich in die Länge. Hier dann noch von vorne. Die andere Seite ist halt identisch. Ja. Hier von hinten, oh, hier zeigt sich schon die eine Funktion. Das ist nicht richtig eingerastet. So. Und ja, von oben, da haben wir hier den schönen Aufbau, wo sich jetzt nicht so viel tut, außer zwei Sachen. Und von unten, ja, es ist relativ bunt. Relativ. Dann aber auch zu den Funktionen. Und wir fangen hier erstmal ganz simpel an. Wir können die Motorhaube öffnen.
Und da können wir dann reinschauen. Der Motor, der ist da gebaut. Da haben wir dann unter anderem auch hier vorne zwei Gummis, die das Ganze so darstellen. Aber bewegen tut sich da schon mal nichts. Aber wir können es zumindest machen. Wenn wir einmal bei der Motorhaube sind, ich verstehe es nicht, warum Lego nicht mal eine Alternative findet zu diesen großen, matten Fliesen. Die anderen Teile sind alle glänzend. Und dann haben wir hier eine große, matte Fliese. Das sieht so blöd aus. Jetzt bei Weiß fällt es nicht so auf, aber wir hatten das ja auch schon bei dem Aston Martin. Bei grauen Teilen fällt das absolut auf. Finde ich ganz, ganz mies, diese großen grauen Platten. Ansonsten haben wir hier dann noch die Frontscheibe. Die ist schon relativ zerkratzt bei mir angekommen. Auch schade. Ist jetzt vielleicht ein dummer Zufall. Bei anderen ist das vielleicht alles in Ordnung. Aber es ist mir sofort aufgefallen. Auch wenn ich danach jetzt nicht suche nach solchen Fehlern. Aber es ist mir sofort aufgefallen. Ansonsten haben wir eine Hand-of-God-Steuerung. Und zwar hier oben. Da lassen sich dann die vorderen Räder drehen, wie man sehen kann. Und wenn wir dann den Ecto One hier mal fahren lassen, dann drehen sich hier oben diese beiden Teile. Das finde ich schon cool, dass die sich hier mitbewegen. Ja, so viel dann dazu und die Leiter hier schon wieder. So, wir können aber ansonsten noch zumindest auf dieser Seite diese Tür öffnen und das Lenkrad, das dreht sich mit. Also wenn man die Räder dreht. Das finde ich auch gut. Ansonsten haben wir hier ein kleines Interieur vorne. Diese Tür, die lässt sich nicht öffnen. Dazu kommen wir dann gleich. Und wenn wir dann mal auf die andere Seite gucken, haben wir hier können wir beide Türen öffnen. Und da sehen wir dann auch schon ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, kleines Interieur ist jetzt nicht detailverliebt, aber ein paar Details sind halt mit dabei. Und ich schließe das Ganze nochmal. Dann schauen wir, was jetzt passiert. Tada! Die Tür öffnet sich und der Sitz kommt hier raus. Das Ganze lässt sich dann natürlich auch wieder reinschieben. Und zwar funktioniert das so. Wir haben hier drüben auf der Seite ein Teil, das lässt sich reindrücken. Und dadurch, wenn wir das drücken, kommt dann der Stuhl da raus. Ist eine ganz lustige Funktion und funktioniert auch ziemlich gut. Also das gefällt mir. Ansonsten, bevor wir dann zu den letzten Funktionen kommen, wir haben hier einen paar Prints, unter anderem halt hier das Ghostbusters-Logo. Finde ich sehr gut, dass das geprintet wurde. Und ja, hier dann diese kleinen Scheiben von den Rädern, die sind auch geprintet. Also alles, was ihr dann hier sehen könnt, was irgendwie auf den Teilen drauf ist. Das sind keine Aufkleber, sondern Prints. Hier oben haben wir dann nochmal einen Print und innen drin waren ja auch solche kleinen Prints, halt diese Steuerelemente. Dann kommen wir zur Rückseite und erstmal haben wir dann hier nochmal das Ghostbusters Logo und eine Tür, die wir hier sehr schön öffnen können. Hier drin befindet sich dann ein kleines Fahrzeug, ebenfalls Prints hier drauf und wenn wir das hier reinsetzen, dann ist dort ebenfalls wieder eine matte Fliese, aber die sieht man ja nicht. Und wir können das hier rausziehen, sodass das kleine Fahrzeug rausfährt, weil sich die Rampe hier unten öffnet. So, genau, die Rampe, die ist hier geöffnet und wenn wir das Ganze wieder reinmachen, dann ist sie halt geschlossen. Also, so und so, genau. Ja, das war's dann aber auch schon mit den Funktionen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ausreichend. Da möchte ich auf jeden Fall nicht meckern. Und dann komme ich auch schon zu den finanziellen Aspekten sowie zum Fazit. Also die UVP beträgt stattliche 200 Euro. Ist jetzt nicht dermaßen überteuert, aber es geht auf jeden Fall günstiger, weil das Set, das ist ja im freien Handel. Das ist dauerhaft so ungefähr auf 150 Euro reduziert. Also bei Amazon gibt es das immer mal für 150 Euro. Wenn ihr ein bisschen Geduld habt, dann wartet darauf, bis es mal irgendeinen Gutschein bei Thalia gibt oder bei MyToys. Die hauen ja öfters mal so 10 bis 15% Gutscheine raus. Und
wenn das Set dann sowieso schon reduziert ist auf 150 Euro, dann kommt man da auf einen durchaus guten Preis. So habe ich das ja auch gemacht. Bei MyToys war das sowieso schon auf 150 Euro reduziert und dann gab es noch einen 15% Gutschein. 127 Euro für das Set, da kann man nichts mit falsch machen. Und insgesamt merkt das mir, denke ich mal, auch an. Ich bin durchaus gut gestimmt bei dem Modell. Es gefällt mir optisch sehr gut. Es ist schön groß, so wie es meiner Meinung nach halt auch bei einem guten Lego-Modell sein muss. Das Einzige, was mich halt wirklich stört, sind die fehlenden Minifiguren. Das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen, warum sie da nicht einen kleinen Ständer mit reingepackt haben und da die Minifiguren draufgestellt haben. Das ist ja bei Stranger Things halt auch der Fall. Für mich unverständlich. Ansonsten haben wir so die üblichen Sachen. Wir haben hier und da mal eine Farbe, die da irgendwie nicht hinpasst. Vor allem da unten, wo wir geguckt haben, aber halt auch... hier an den Rädern da mit dieser braunen Achse hätte mir ein Silber besser gefallen. Aber so sonst grundsätzlich, ich hatte meinen Spaß damit, ich stelle es mir hin und von daher ist es durchaus empfehlenswert, vor allem auch, wenn man das für einen vernünftigen Preis bekommt, so wie ich das bekommen habe. So viel dann aber auch schon von meiner Seite aus. Teil gerne mit, wie du das Set findest und ciao!